Hi, ich bin Stefanie Nagelschmidt und zeige in diesem Video 5 Tipps, wie man leicht und einfach Figuren entwirft, skizziert und ausarbeitet. Alles, was man dazu benötigt, ist einfaches Kopier- oder Druckerpapier, einen Bleistift im Härtegrad 2b, einen schwarzen Farbstift, Radiergummi und Spitzer. Und los geht's! Um Figuren wirklichkeitsnah und dynamisch zeichnen zu können, benötigt man zunächst eine Vorstellung davon, wie eine menschliche Figur aufgebaut ist. Daher Tipp Nummer 1, die Grundfigur. Wir nehmen eine ideale Figur als Vorbild und deren Maße sind in 8 Teile aufgeteilt. Also ganz locker ohne Lineal einen senkrechten Strich zeichnen, jetzt halbieren, diese Teile dann wieder halbieren und wieder, bis man am Schluss 8 Teile hat. Bitte alles aus dem Handgelenk. Wir wollen hier kein Technikseminar mit millimetergenauen Vermessungen, sondern es geht nur um das Augenmaß, wie es beim Zeichnen und Malen auch geschult werden soll. Hier sind jetzt die 8 Partitionen angezeichnet und die Linien werden nach rechts ausgezogen, sodass ein Linienfeld entsteht. Hier hinein zeichnen wir nun unsere Figur. Dabei reduzieren wir alles auf das Wesentliche. Wie bei den Holzpuppen, die oft als Vorlage dienen. Der Kopf ist ein ovaler Kreis, Ober- und Unterkörper sind Rechtecke und die Gliedmaßen werden durch Striche und die Gelenke als kleine Kreise dargestellt. Genau, ein typisches Strichmännchen. Der Kopf passt nun genau in die erste Abteilung. 2,5 Teile umfasst der Oberkörper und der Unterkörper geht genau bis zur Hälfte, also Ende Abteilung 4. Von da an beginnen nun die Beine. Genau halbe-halbe befinden sich die Knie. Zum Abschluss die Füße, angedeutet als Dreiecke. Die Wirbelsäule wird als Strich gezeichnet. So, nun das Ganze auch noch von der Seite. Die Wirbelsäule ist hier leicht S-förmig gebogen. Jetzt geht es weiter mit Tipp Nummer 2, den Proportionen. Figuren sind natürlich unterschiedlich. Es gibt so viele Variationen davon. Daher können wir jetzt von der Grundfigur her Anpassungen vornehmen. Zum Beispiel eine kindliche Figur. Was ist hier anders? Der Kopf ist deutlich größer, dafür der Körper und die Gliedmaßen im Verhältnis kleiner. Je nach Alter des Kindes geht es in Richtung Grundfigur. Beobachten hilft hier sehr. Ja, und dann gibt es noch die typisch weibliche Figur. Hier ist die Taille sehr ausgeprägt, die Schultern schmal, die Beine können leicht X-förmig sein. Ganz übertrieben wird diese Form in Comics zum Beispiel zu Superwoman oder ähnlichen. Darstellungen, wo dann die Taille oft nur noch ganz, ganz dünn ist und die Beine ellenlang. Ganz im Gegensatz dazu die typisch männliche Figur. Der Kopf ist etwas größer, breitere Schultern, aber dafür schmale Hüften und die Beine leicht O-beinig. Auch hier gibt es jede Menge Übertreibungen bei Superheroes und Co. Einfach mal in die nächsten Comics schauen und sich das Ganze unter diesem Aspekt anschauen. Noch eine weitere Figur möchte ich als Beispiel aufzeigen, eine breite, massige Gestalt, egal ob Frau oder Mann. Hier sind einfach die Körperbereiche breiter und größer. Das Gleiche könnte man nun auch für eine ganz zierliche und hochgewachsene Person zeichnen, aber das überlasse ich nun eurer Fantasie. Ja, und dann wollen wir natürlich weitermachen mit Tipp Nummer 3. Der Bewegung oder Action. Unsere Figuren sollen jetzt endlich beweglich werden. Dazu gibt es die sogenannten Aktionslinien. Nehmen wir mal eine Person an einer Haltestelle an. Sie steht und wartet unbeweglich. Ihre Aktionslinie, hier in Rot gezeichnet, ist ziemlich gerade. Na, dann kommt der Bus und die Person geht in Richtung Tür. Man sieht, die Aktionslinie bekommt einen Schwung,
Der Kopf geht nach vorne, die Arme bewegen sich und die Beine ebenfalls. Ja, und dann ist noch die Person, die den Bus auch noch erreichen will und die jetzt einen kurzen Sprint hinlegen muss. Hier verbiegt sich die Aktionslinie ganz deutlich. Der Kopf geht noch weiter vor, man sieht die Spannung in der Figur. In Comics sind die dynamischsten Figuren immer besonders spannend und meistens auch die Helden. Oft werden die Posen dann auch an ihrem maximalen Ausführungspunkt gezeigt, das steigert die Dramatik. Einfach mal vor dem Spiegel ausprobieren oder am Sportplatz die Sportler beobachten. Ideal ist es auch am Fernseher oder bei YouTube. Hier kann man gut die Pausenfunktion nutzen und das Standbild in Ruhe studieren und zeichnen. Na und dann gibt es auch noch Figuren, die aus ihrem Schwerpunkt herausfallen oder gemütlich sitzen. Wenn man eine bewegte Figur zeichnen möchte, also immer zuerst die Aktionslinie leicht mit Schwung zeichnen und dann das Strichmännchen darüber legen. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit, aber es fehlt noch Tipp Nummer 4, die Perspektive. Denn um Figuren zu lebensechten Personen werden zu lassen, müssen wir sie dreidimensional gestalten. So wird dann aus einem Rechteck ein Quader, aus einem Kreis eine Kugel und aus einem Strich ein Zylinder. Ja, hier wird aus dem Geometrieunterricht ein sinnvoller Zeichenkurs. Außerdem gibt es dazu noch die Perspektive mit der Horizontlinie und dem Fluchtpunkt. Darauf gehe ich mit einem Extra-Video ein. Wichtig ist jetzt nur, dass Figuren in der Entfernung kleiner wirken als Figuren oder Personen in der Nähe. Und so verwandeln wir in einer Strichmännchenfigur nacheinander die Rechtecke zu Quader, die Kreise zu Kugeln und so weiter. Etwas Wasser unter der Figur und ein paar Guidelines und der Bauchflatscher kann kommen. Jetzt sind wir schon sehr gut aufgestellt und daher kommt jetzt Tipp Nummer 5, die Ausarbeitung der Figur. Da so ziemlich jeder Fußball kennt, nehme ich hier einen Vertreter dieser Sportart. Wir erinnern uns, zuerst die Aktionslinie. Ein Fußballer ist im Ballbesitz und rennt nach vorne. Eine dynamisch gebogene Linie, Strichmännchen drüber. Nochmals die Figur zum besseren Verständnis. Hier werden die Schulter- und Hüftlinien eingezeichnet, welche nie parallel, sondern immer gegenläufig sind. Und die Figur wird grob dreidimensional überarbeitet. Am besten drückt man dazu zu Beginn nur leicht auf und wird zunehmend stärker, so kann man kleine Fehler leicht wieder ausradieren. Also jetzt nochmals von der Skizze bis zum fertigen Fußballspieler.
Wer möchte, kann hier am Schluss auch einen Verwischer einsetzen und die Schatten leicht einzeichnen. Das gibt schnell und unkompliziert einen tollen Effekt. Dann den schwarzen Farbstift nehmen und ein paar Umrisslinien verstärken. Das gibt der Figur extra Tiefe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft beim Figurenzeichnen. Danke fürs Zusehen. Mehr Videos zu diesem oder anderen Themen rund ums Zeichnen und Malen findet ihr auf meinem Videokanal, bei YouTube oder meiner Webseite. Abonnieren bitte nicht vergessen und tschüss, bis zum nächsten Mal.